Die Südpol-Show. Von Kindern gemacht, für Kinder gedacht. Hallo, wir sind die Reporter von der Südpol-Show auf 92,4. Stellt euch unseren Hörern doch mal bitte mit eurem Namen und eurer Filmrolle vor. Ich bin Laura und meine Filmrolle ist Daka. Und ich bin Martha und ich spiele Silvania. Habt ihr alle Bücher der Vampirschwestern gelesen und so eure Rolle für Teil 3 weiterentwickelt? Also ich habe nur das erste Buch gelesen. Ich habe alle 10 Teile gelesen. Ich weiß, es gibt jetzt mehr, aber bei 10 habe ich irgendwie aufgehört. Und ich weiß nicht, jetzt beim dritten waren wir da schon ganz gut drin. Also das Drehbuch reicht eigentlich, ich hatte es noch alles im Kopf. Wie seid ihr zu den Vampirschwestern geworden? Musstet ihr beim Casting teilnehmen? Wir sind beide in einer Schauspielagentur, also Nachwuchsagentur, und da fragen die Filmproduktionsfirmen immer an und dann sind wir beide zum Casting gegangen, hatten 3 Runden. Ich glaube, bei der zweiten haben wir uns kennengelernt. Genau, ne? Ja. Da warst du, glaube ich, krank, heiser. Ja, oder? Stimmt. Ja, stimmt. Genau, und hatten 3 Castingrunden und dann wurden wir angerufen, dass wir die Rolle haben können, wenn wir wollen. Und so sind wir dazu gekommen. Passen die Rollen zu euch oder seid ihr in Wirklichkeit ein ganz anderer Typ? Also ich bin auf jeden Fall ein ganz anderer Typ, wie man vielleicht schon sieht, so mit schwarzen T-Shirts und so Boots und so. Also ich bin nicht so verspielt und bunt wie Silvania. Aber deswegen ist das eigentlich interessant, das zu spielen, weil wenn ich mich spiele, ist das ja langweilig. Und deswegen war das ganz lustig, dass ich mir überlegt habe, so, was macht jetzt so ein richtiges Mädchen und so. Und ich rede im Film immer höher. Vielleicht hört man das. Ich bin immer so, ach man, Daka, was machen wir denn jetzt? So rede ich da immer. Ja, stimmt. Ja. Bei mir, also von den Farben her bin ich schon so wie Daka, also eher dunkel. Okay, das ist jetzt das einzige Farbe, was ich anhabe. Aber ich glaube, dunkelblau ist das krasseste an Farbe, was ich im Schrank besitze. Und vom Charakter her, ich denke, ich bin nicht so frech und so direkt wie Daka, also eher zurückhaltender. Naja. Wenn ich die Leute noch nicht kenne. Nicht. Nein, also wenn ich Leute gut kenne, dann nicht, aber so im ersten Eindruck eigentlich schon, würde ich jetzt mal behaupten. Ah, genau. Manchmal kann ich auch ganz schön schüchtern sein. Ich würde sagen, das ist mit Silvania so das Ähnliche. Also eher so zurückhaltend. Nicht ganz so schüchtern, aber zurückhaltend. Ja, zurückhaltend. Wärt ihr denn echt gerne Halbvampire? Eventuell. Also ich liege sehr gerne am Strand in der Sonne und das wäre dann irgendwie nicht so toll als Halbvampir. Aber so ein bisschen fliegen zu können und flopsen und so mit dem heißen Blick, das finde ich schon cool. Also da hätte ich nichts gegen. Das mit der Sonne, da hätte ich echt ein Problem, glaube ich. Ja, also es ist bei mir eigentlich genau das Gleiche. Ich fliege gerne in Urlaub in warme Regionen und sich da mit Sonnencreme 1000 einzucremen, das wäre dann nicht so toll. Aber ja, fliegen würde, glaube ich, jeder gerne können. Wenn ihr tatsächlich ein Vampir wärt, würdet ihr euch eher zurückhalten wie Silvania oder es offen zeigen wie Daka? Also ich glaube, ich würde es eher zurückhalten, weil man, glaube ich, nicht so weiß, wie die Leute reagieren. Da wäre ich auch eher vorsichtig und würde meinen guten Freunden das erzählen. Guck mal, ich kann fliegen. Ja, ja, aber sonst, ich glaube, das wäre schwierig. Also was macht man damit so jemandem, der plötzlich fliegen kann? Also wenn man das mal so ganz realistisch überlegt, was würde man dann... Ich glaube, die Leute haben auch viel zu sehr Angst wirklich davor. Da ist irgendwie das Thema ein bisschen vom ersten Teil. Ja. Dass man gar nicht weiß, wie die reagieren und ob man dann in den Käfig gesperrt wird oder... Versucht wird. Genau. In meinem Zimmer würde ich fliegen. Zu Hause. Ja. Habt ihr Geschwister? Wenn ja, würdet ihr euch genauso wie die Vampirschwestern für sie einsetzen? Ich habe einen richtigen Bruder und noch 4 Stiefgeschwister. Und ich glaube schon, also auf jeden Fall... Ich habe einen kleinen Bruder, also was heißt klein, der ist 2 Jahre jünger. Wenn ich immer sage, mein kleiner Bruder, dann ist er sauer, weil er ist mittlerweile größer als ich. Und für den würde ich alles machen. Wir sind ein Herz und eine Seele. Wie würdet ihr reagieren, wenn euer Bruder tatsächlich von einem Vampir entführt werden würde? Also ich glaube, ich würde auch sofort hinterher, aber ich glaube, als Mensch würde ich dann erstmal so Polizei und so einschalten und nicht alleine auf eigene Faust das machen. Ja, oh Gott.
Ja, ich würde alle anrufen, die Armee, keine Ahnung, was weiß ich, bring die für zurück. Aber ich glaube, alleine hinterher zu gehen, wäre jetzt irgendwie nicht so schlau. Also ich kann es ja mal versuchen, hallo, ich habe mal einen Halbvampir gespielt, gib den mal bitte wieder her. Aber sonst, ich glaube, es wäre nicht so die gute Idee. Ja. Baby Franz hat sich in manchen Szenen gar nicht bewegt, war er da eine Puppe? Scheiße, ich habe es herausgefunden. Ja, Baby Franz war sehr, sehr süß. Das Problem war nur, dass er gerade so ein bisschen gefremdelt hat. Also er wollte eigentlich nur zur Mama oder bei männlichen Teammitgliedern auf den Arm. Und bei uns hat er dann immer geweint. Bei mir ging es noch, weil ich so viele Ketten an hatte. Dann hat er damit immer gespielt. Aber es war so ein bisschen schwierig, ehrlich gesagt, obwohl wir den alle geliebt haben. Ja, und dann haben wir öfters mal eine Puppe genommen. Also die sah von vorne richtig echt aus. Es sah wirklich aus wie ein echtes Baby. Und es war ein bisschen gruselig echt am Anfang. Mhm. Am Anfang immer so, was bist du? Ja, shit. Wir hatten ihn da immer so, Mom, ich habe immer versucht, sie so zu bewegen, dass das irgendwie echt aussieht. Aber ja, ja, ich aber hoffe, man sieht es nicht immer. Ich finde, was aber auch wichtig ist zu sagen, man muss, also es ist immer noch ein kleines Kind. Mhm. Und für einen Film, natürlich kann man da gut, also mit dem Kind wurde super umgegangen, aber ein Kind so lang zu beschäftigen, ist einfach nicht human. Nicht und möglich, ja. Deswegen geht es manchmal einfach nicht anders. Und dann ist eine Puppe einfach die beste Alternative. Aber wir hatten die Puppe auch sehr lieb. Ja. Nach einer Zeit dann, als wir sie nicht mehr gruselig fanden. Ja. Das sah echt so extrem echt aus. Echt krass. Wie war es mit dem Baby am Set? Mussten Szenen oft nochmal gedreht werden, wo der halt echt war oder wiederholt werden? Ja, schon. Wir haben ihn eigentlich immer im letzten Augenblick dann, also wir haben immer, vorher hatten wir so eine ganz unechte Puppe, das war so ein kleines Männchen irgendwie, den hatten wir dann immer so im Arm und dann haben wir das immer damit gemacht, damit halt die Kamera stimmt und alle unsere Wege und unser Spiel und dann haben wir echt beim Final Shot sozusagen, haben wir dann erst Sanji, hieß der, auf dem Arm bekommen und haben es dann probiert und immer vorher schön abgelenkt, lalala, und dann für 5 Sekunden das gespielt und dann, okay, er hat nicht geweint. Also der war so süß, das tut mir irgendwie so leid, das so zu sagen, aber war halt in dem Moment echt nicht gerne bei uns. So. Ja, und doch anschlussmäßig war das ein bisschen schwierig, weil du kannst einem Kind nicht sagen, das nicht mehr sprechen kann, du darfst jetzt nicht weinen oder in der nächsten Szene oder in der nächsten Aufnahme lächelst du. Das passt einfach nicht, wenn beim Schnitt das Kind weint, dann lächelt es, weint es, lächelt. Oder deine Hand muss erst auf der Schulter sein genau. Und dann war sie später unten. Also war, also... Das ist eine Herausforderung, sagt, mit einem Baby zu drehen. Ja, man sagt am Set immer, dreh niemals mit Kindern und Tieren. Das muss ja ganz schlimm sein. Einfach, weil es mega kompliziert ist. Ja. Martha, welches Outfit gefällt dir besser? Das, in dem du die transsilvanische Hymne gesungen hast oder das, mit dem du zum Schwarzen Schloss gereist bist? Also für mich privat das, wo ich die Hymne gesungen habe. Weil, ja, das war mal, da durfte Silvania mal ein bisschen cool sein. Ich hatte ja auch so ein Stirnband und so das Hemd dann von Mordo und... Es gibt eine sehr lustige Stelle, ja, wo ich mich so im Spiegel angucke, wo ich den abnehme und dann so, ach ja, okay, das geht. Und ja, das fand ich cooler. Ich hatte zwar immer noch meine pinke Leggings an, aber da war ich ein bisschen dunkler mal. Laura, normalerweise trägst du deine Haare ja länger. Musstest du sie extra für deine Rolle abschneiden lassen? Im ersten Teil musste ich sie abschneiden, beziehungsweise ich habe gesagt, ich schneide sie gerne für den Film ab. Aber beim zweiten und dritten Teil habe ich eine Perücke bekommen. Martha, hast du deine Gesangseinlagen selbst gesungen? Und wenn ja, hattest du Gesangsunterricht? Ja, habe ich selbst gesungen. Und dafür extra hatte ich, also ich hatte mal Gesangsunterricht, aber ich bin auch auf einer Schule mit einem Musikzweig und ja... Ich würde jetzt mal behaupten, ich kann ganz gut singen. Ich bin auch in einer Band mit Gesang und auch in anderen mit Saxophon und so. Also ich bin musikalisch und wir haben dann da nicht extra für geübt. Also Tim, Oliver Schulz, musste ein bisschen üben, wenn ich das mal so sagen darf. Gott, wenn er das hört. Ja, beleidigt, tut mir leid, Tim. Ja, aber sonst, wir haben da ganz nett gesungen. Wir standen dann immer im Flur und haben vorher schon so ein bisschen geprobt. Ist es ein Geheimnis oder verratet ihr uns, wie die Vampirzähne so echt aussehen und wie ihr in der Luft fliegt? Das ist eigentlich kein Geheimnis, weil ich glaube, in den Making-of-Sachen ist das zum Teil auch drin. Die Zähne, das ist wie eine Zahnspange eigentlich gewesen, die du aufsetzen konntest oder die man auch von Halloween kennt, diese ja nicht echt aussehenden Einsteckdinger. Aber, halt, aber es ist so eine Schiene praktisch, die von Eckzahn zu Eckzahn geht und die schiebt man so drüber und die muss man auch so festkleben. Am Anfang schmeckt das immer ganz eklig, nach einer Zeit hat man das so voll gesabbert, dann geht das. Ja. Ja genau, die schieben wir dann da immer rein und man muss sich echt dran gewöhnen, am Anfang damit zu sprechen, weil auf einmal hast du da ja so Dinger dran. Lispelt man ein bisschen genau am Anfang.
Bei dem Fliegen haben wir immer so, na, das sieht so ein bisschen aus wie so, wie nennt man das, so eine Weste halt vorne mit so Verschlüssen dran oder halt so ein Teil, so ein Bügel, wo du reinsteigst und die dann halt so hier drum gehen, wie beim Klettern so ein bisschen. Und an der Seite oder hinten bei der Weste sind halt dann so Drahtseile. Und dann haben die da immer so ein Riesengestell. Einer zieht uns hoch, der andere zieht uns irgendwo ran. Oder wir machen das in der großen Halle von einem Greenscreen, also der grünen Wand. Da kommt dann hinter der Wald oder was weiß ich. Und das ist so ein bisschen wie beim Fußball, diese Stadionkameras, die oben rumfliegen. So haben sie uns auch rumgegangen. Also da saß wirklich einer mit so einem Ding hinten und hatten so... Ja. Links, rechts, hoch, runter. Und wir hingen da drin und wurden so mitgeschwenkt. Hat aber sehr viel Spaß gemacht, muss man sagen. Auch wenn die Gurte ein bisschen unbequem waren, das Fliegen an sich war echt cool. Aber es ist auch echt anstrengend. Man braucht da viel Körperspannung für, damit das halt irgendwie echt aussieht. Du kannst ja nicht so drin hängen, so, so, ich bin in der Luft. Im Film sprecht ihr manchmal Vampanisch. Was ist euer Lieblingswort auf Vampanisch? Oh Gott, ich glaube irgendwie Fums. Ja, Fums finde ich lustig. Das haben wir irgendwann auch immer am Set gesagt. Also wenn irgendwas schief ging, haben alle irgendwann echt so, ach, Fums immer. Ja. Weil die es alle so cool fanden. Ich glaube, ich mag am liebsten Flugli Nuob, also Nachtflug, oder Darty Boy Flatniak. Weil ich das... wir wissen nicht, wie man es richtig ausspricht. Wir haben das einfach irgendwie gemacht. Und der Fledermaus sei Dank. Das finde ich sehr schön. Genau. Gibt es das Schloss von Transsilvanien wirklich oder sind die Räume irgendwo nachgebaut? Das Schloss an sich von außen ist, glaube ich, am Computer animiert. Aber die Räume gibt es wirklich, aber das wurde in unterschiedlichen Burgen oder Kirchen zum Teil gedreht. Also alles von unterschiedlichen Sets zusammengesetzt. Ja, und wir waren halt oft ist das so, man läuft in einem Raum, also man kommt irgendwo rein, läuft dann zu der Tür raus und ist okay, Schluss. Und dann wird das gedreht, wie man aus dieser Tür in den anderen Raum reinkommt, ist oft 5 Wochen später oder so. Ja. Und da muss ich halt dran erinnern, wie habe ich denn geguckt, als ich da reingelaufen bin und so. Also zum Beispiel in dem Haus, wenn wir die Treppe hochgehen, gehen wir in Gelsenkirchen oder in Köln im Studio, gehen wir die Treppe rauf und kommen in München in unserem Zimmer wieder raus. So ungefähr. Ist alles gefaked. Martha, du schreibst ja auch Bücher. Was machst du lieber, Schauspielern oder Bücher schreiben? Die Bücher habe ich ja mit meiner Mama zusammengeschrieben und ich drehe viel lieber. Also ich finde das toll, so zu schreiben, aber ich hätte das alleine nie geschafft. Und das ist mir auch zu passiv. Also beim Schauspielern macht man ja noch wirklich irgendwas und schreiben. Ich glaube, ich hätte einfach allein nicht so dieses Durchhaltevermögen, das wirklich so lange zu machen, daran zu arbeiten. Und ja, Schauspielern finde ich nicht besser. Es ist ja sehr unterschiedlich, aber es macht mir persönlich mehr Spaß. Laura, bist du im echten Leben auch so mutig wie im Film? Oh, das ist schwierig zu sagen. Also ich mache mir schon öfters Gedanken darüber, ob ich das jetzt wirklich machen sollte und überlege mir schon irgendwie so ein bisschen die Pro und Kontras daran. Aber ich denke mir schon immer, wer nicht wagt, der nicht gewinnt. Also ich kann es hinterher bereuen, aber mein Gott, wir lernen auch aus Fehlern und ich glaube, dann riskiert man lieber mal was oder ist man lieber mutig, als dann nichts zu tun. Ja. Wie steht ihr eigentlich zu Vampirromanen? Also ich habe zum Beispiel mal in den Sommerferien, weil mir langweilig war und meine Freundin das Buch dabei hatte, habe ich Twilight gelesen. Das fand ich noch ganz okay, aber ich mag die Filme nicht. Also es ist mir einfach zu kitschig. Sorry. keine Ahnung, aber sonst Vampirromane. Ich überlege gerade, was habe ich denn sonst gelesen? Ich habe früher immer Der kleine Vampir geguckt. Kennt ihr das überhaupt noch? Ja, ne? Mit diesen ganz strubbeligen Haaren so. Das habe ich immer auf noch den fetten Kassetten geguckt und auf den kleinen gehört und so. Aber sonst fällt mir gar nicht so viel ein, Vampirroman-mäßig. Nee, ich glaube, ich auch nicht. Also ich habe das erste Buch ja für Vampirschwestern extra gelesen. Mhm. Aber an sich lese ich viel lieber irgendwie, auch wenn es komisch klingt, so philosophische Bücher oder auch ein bisschen... Ganz intellektuell. Ganz intellektuell, nein, aber... ich muss zugeben, lesen tue ich ehrlich gesagt gar nicht so viel. Ich aber. Ja, Martha ist da eher. Ich bin eine absolute Leseratte. Ja. Hättet ihr im echten Leben auch gerne magische Kräfte? Und wenn ja, welche? Das werden wir immer gefragt. Das ist auch interessant. Ne? Ja, ich glaube, das ist fast immer die gleiche Antwort. Also Flopsen finden wir cool. Mhm. Aber wenn es über eine weitere Distanz noch gehen würde, wäre, glaube ich, noch cooler. Halt voll praktisch. Wenn wir zum Beispiel, also ich finde das beim Dreh super, in Hotels zu schlafen. Ich mag das einfach in Hotels, weil man immer neue Handtücher hat und so und nicht aufräumen muss. Und
Das wäre praktisch zum Beispiel, wenn man aber doch dann mal zu Hause pennen könnte und dann am nächsten Tag sich halt einfach mal nach München flops oder so für den Dreh oder was weiß ich, so für einen halben Nachmittag nach Italien an den Strand. Das finde ich gut. Kann viel mehr von der Welt dann sehen. Ja, muss ich mal reisen. Ja. Ist das schon eine Art Gewohnheit, dass ihr jeden Sommer hier verbringt oder könntet ihr euch einen Sommer ohne Dreh vorstellen? Wir haben ja gar nicht jeden Sommer gedreht, wir haben immer nur alle 2 Jahre gedreht. Aber ich glaube, es wird schon schwierig, wenn wir keinen Teil mehr machen, weil man schon, also das Team war zum Teil echt immer das Gleiche. Es haben ein paar Leute sich gewechselt, aber... Im dritten war es jetzt, aber waren die meisten neu. Ja. Aber die waren auch alle toll, deswegen hat das nichts gemacht. Ja, man verbringt halt 2-3 Monate mit denen fast 24 Stunden am Tag und das schweißt sehr zusammen und wird sehr intensiv dadurch und man ist danach, also ich glaube, jeder, der es kennt, der beim Film ist, man hat nach einem Dreh immer 2 Wochen, wo du wirklich nur im Bett liegst oder total traurig. Also es ist wirklich komisch, es ist nach jedem intensiven Film so, dass du erst so traurig bist, weil die ganzen Leute hast du jeden Tag gesehen und die sind halt auch alle beschäftigt. Wir kommen wieder, oder damals sind wir wieder in die Schule reingekommen, haben uns natürlich gefreut, unsere Freunde zu sehen. Auch immer komisch in der Schule dann. Ja. Ja. Ach ja. Habe ich die Frage schon wieder vergessen. Gut, Martha, gute Konzentration. Lange Drehtage sind immer sehr anstrengend. Wie könnt ihr euch in den Drehpausen am besten stärken? Mit Blut? mit Sweeties, Süßigkeiten. Ja, es gibt immer ganz, ganz viel Essen beim Drehen. Und ich will jetzt ja nichts sagen, aber nach dem Dreh war ich immer ein paar Kilo schwerer. Weil wir machen ja eigentlich gar nicht so viel. Wir sitzen da und kriegen oft, also wenn wir sagen, ich brauche einen Stuhl, dann kommen sofort 3 Leute angerannt und bringen dir einen Stuhl. Und sagst so, ja, okay. Und man isst eigentlich die ganze Zeit nur. Und sonst bespaßen wir uns irgendwie gegenseitig und machen Quatsch oder mit den anderen Teammitgliedern. Also man wird schon ganz gut bei Stimmung gehalten. Nach so 10 Stunden ist es halt echt anstrengend dann. Wer ist denn am lustigsten, hat am Set am meisten Quatsch gemacht? Oh, das ist total schwer zu sagen. Ich glaube, jeder hat so seinen Teil dazu beigetragen. Auch die Leute, die irgendwie ein bisschen grimmig waren, die waren dann trotzdem mit ihrer grimmigen Art so lustig und haben dann, wenn sie da mal einen Witz gebracht haben, dann war das auch der Brüller irgendwie. Ja, und sonst, Michael Kessler ist immer sehr lustig. Der war echt immer, das macht total viel Spaß mit dem. Und ansonsten, wir haben ja Maske und Kostüm und alle möglichen. Das war genau. Und also jeder hat so, ja, am Ende ist man einfach so eine Familie und jeder kennt jeden und alle lieben sich und dann weint man total doll, wenn man halt weg muss. Ja. Noch einen Musikwunsch, den wir in unserer Sendung spielen sollen? Jetzt kann ich wieder mit meiner komischen Musik, kommt die eh niemand kennen. hast du was? Sonst sage ich wieder ein komisches Lied, aber das ist geil. Ich mag Ed Sheeran total gern, Give Me Love. Ja, oder nehmt von den Bee Gees, You Should Be Dancing. Das ist mein Motivationslied für diese ganze Reihe hier, weil das macht echt gute Laune. Sucht euch eins aus. Könnt ihr zum Schluss noch unsere Hörer von der Südpusher auf 92,4 mit eurem Namen und eurer Rolle im Film grüßen? Hallo liebe Zuschauer von der Südpulshow auf 92,4. Hier sind Martha und Laura, alias Silvania und Daka von den Vampirschwestern. Genau, und ganz viel Spaß. Liebe Grüße. Guckt euch den Film an. Danke für das Interview und viel Spaß auf der Premiere. Dankeschön. Danke.